Ja, Jochen, freudiger Anlass sozusagen, kann man sagen. Das Team Hahn Racing feiert 25 Jahre Jubiläum in Truck Race Sport. Als 1996 alles begann, war das abzusehen, dass es mal irgendwie auf 25 Jahre hinausläuft? Natürlich nicht. Man hat es ja ganz wild angefangen. Das war mehr oder weniger ein Lebenstraum von Conny und meinem Papa. Es ist schon brutal, wie sich das über die Jahre auch entwickelt hat. Ja, heute sind wir ein fester Bestandteil in der Rennserie. Sind wir auch brutal stolz, wo wir angelangt sind. Und wer weiß, vielleicht reden wir in 25 Jahren wieder. Mal schauen, wie alt wir waren. Was war damals dann deine Rolle, als der Papa gefahren ist, Rennen gefahren ist? Was hast du gemacht? Ja, gut auszusehen war so der Hauptjob. Nein, ich war ja LKW-Mechaniker. Ich war quasi der Mechaniker von Conny. Und so haben wir damals eine Mechaniker-Crew zusammengestellt aus bekannten Leuten, Freunden. Ja, und dann ist es gewachsen. Wenn man sozusagen mal den ersten großen Meilenstein nimmt mit Mercedes, welche Erinnerungen waren da? War das eine super erfolgreiche Zeit? War es eine schwierige Zeit? War eine schwierige Zeit, weil der Lernprozess natürlich voll im Gange war. Und die Phase, die hat dann auch gedauert bis 2011, bis wir dann das erste Mal Europameister wurden. Ja. Und das war dann schon die Kombination aller Jahre, beginnend ab 96. Du warst dann quasi der, nicht nur Europameister, sondern auch der Rennfahrer. Und der Papa, war der dann dein Mechaniker im weitesten Sinne? Hat der dann auch so ein bisschen auf die Technik geguckt? Der Papa war nicht der Mechaniker, Papa war der Don, das war der Chef. Das muss man, ist ja heute noch. Also hier auf dem LKW, den er zuletzt Fahrer hat, steht Konrad Hahn. Der Conny ist ein Teil von dem, was wir heute sind. Fünfter, sechster Titel mit Iveco, sozusagen die dritte prägende Phase fürs Team. Ja, aber am Anfang sagen viele, ja, wie könnt ihr mit Iveco? Und dann sage ich, Leute, stopp. Wir waren bei Mercedes, wir waren bei MAN und wir fühlen uns heute zu Hause, weil Iveco genau die Wertigkeit vertritt, nämlich eine familiäre Zusammenarbeit auf Augenhöhe. So, und sagen wir, wenn wir in die Richtung wieder kommen, dass wir technisch wieder auf dem Level sind, wo wir hinwollen, fahrerisch am Ende meines Zenits, wann auch immer der ist, dann wird die nächste Generation bereit sein, also unser Sohn, der Lukas, und in irgendeiner Art wird auch unsere Tochter Jacqueline irgendwo ein Part spielen in dem Bereich. Und dann gucken wir, dass der Lukas genauso erfolgreich wird im Motorsport wie sein Vater und sein Großvater.